vergiss es. Herzlich willkommen zur Kommentare Kommentiershow. Heute kommentieren wir eure Kommentare zu GTA 3 im Real Life. Hier ein Ausschnitt von dem fetten Ding. Leise rieselt der Schnee. Alter, die sind so bescheuert. Das war der falsche Ausschnitt. Das war von unserem Song. Der kommt erst am Freitag. Warte, Moment, GTA. Extrem hässliche Russen halten unseren Kumpel gefangen. Okay, wir müssen die alle umbringen. Und den da, weg, los, schieß. Ah, nicht du. Ah, den da wegmachen. Scheiße. Fuck. Ach, ich hab keine Muni mehr. Ah, scheiße. Wieso ist Phil mit Klamotten aufgewacht? Bitte liken, damit es in die Com-Com-Show kommt. Erstmal aufstehen in Biatches Wohnung. Haben wir eigentlich die Story schon erzählt, was wir da für einen Streit hatten deswegen? Nee, aber wir können sie mal erzählen. Das Hemd kommt aus L.A. Das war bei unserer zweiten L.A.-Reise am letzten Tag. Haben wir dieses Hemd gekauft und zwar für unseren ersten Auftritt auf der Bühne mit Minirock Safari. Dann hieß auf einmal, ja, das trägt der Teasy. Und dann dachte ich mir, ja, warum trage ich das? Ich will so ein hässliches Ding nicht tragen. Weißt du, er mit coolen Sakko und Gigolo oben ohne so, yeah, wir sind die Geilsten. Und Teasy kriegt das Hawaii-Hemd. Du bist so ein Boyband-Dude irgendwie. Hans Bauer frisst einen Besen. Wer ist dieser Hans Bauer? Was sucht er unter allen Videos auf YouTube? Man frisst einen Besen. Ich versteh's nicht. Wurde er gezwungen dazu, oder? Ah, doch, ich versteh's. Das hat, glaube ich, mit der letzten Com-Com-Show zu tun. Das ist der Sohn von Hans Harpei. Wenn ihr diesen Kommentar in der Com-Com-Show vorliest, fresse ich einen Besen und schick euch das Video davon. Hans Bauer, das hättest du nicht sagen sollen. Hans Bauer, du hast ein kleines Problem. Jetzt, ja. Jetzt müsst ihr rausgehen und unter das nächste Video, das ihr seht, schreiben: Hans Bauer frisst einen Besen. Macht doch mal ein mega super epic Waititi Triple Battle, in dem ihr drei irgendwas gegeneinander macht. Like, damit sie es sehen. Ich hätte auch Bock auf ein mega super epic Waititi Triple Battle. Ich hätte Bock auf ein mega super epic Waititi Triple Battle mit dir. Wow. Es geht ja nur mit uns beiden, gegen uns beide. Es ist ein Triple Battle. Also zwei Sachen müssen getan werden. Zum einen ein mega super epic Waititi Triple Battle. Zum anderen muss Hans Bauer noch seinen Besen fressen. Ach, da war ich ja gar nicht dabei, aber ich hab's gesehen. Ich find's ziemlich geil. Hat Hans Bauer jetzt schon seinen Besen gefressen? Man weiß es nicht. Es gibt mittlerweile eine Webseite. Ja, hab ich gestern gesehen. Tja. Ja, Hans Bauer, jetzt bist du in einer komischen Situation. Hans Bauer, wir haben noch kein Video bekommen. Schick uns jetzt ein Video. Warum hat der Spieler nach der Taxifahrt immer noch 25 Euro? Das hab ich mich auch gefragt. Mein Lieber, scheiße, ist ja unser Video. Du hast recht, wir werden das Video löschen. Das ist scheiße, wir können sowas nicht online lassen. Das ist der erste und einzig wirklich fatale Fehler, den wir in einem Waititi-Video gemacht haben. Dass er aus dem Fenster springt und einfach so, anstatt die Tür zu benutzen. Und wir werden dir 25 Euro überweisen. An wen? Nein. Doch, an den Keyforce 3X. Warum der? An den Taxifahrer natürlich. Nein. Ich setze hier jetzt Folgendes in den Raum. Hans Bauer, du bekommst von uns, das schwöre ich hoch und heilig, du bekommst von uns 250 Euro überwiesen, wenn du einen Besen frisst. Das muss ja schon mal abklären. Nein, ich will eine Playstation. Jetzt kriegen wir hin. Boah, sonst zahl ich es privat. Ist mir scheißegal. Aber frittieren, er muss es. Zahl von meinem Geld, ich zahl dir 250 Euro. Du musst aber erstmal sagen, wenn du mir einen frittiert. Du darfst ihn vorher in einem Ultimate Blender zermixen und dann das den Staub essen, aber es muss ein kompletter Besen sein. Also noch kein Beschiss. 300 Euro für dich und wir wollen sehen, wie du ihn zubereitest und isst. Epic. Ja, wie? Und jetzt soll ich 250 zahlen und du nur 50? Was soll denn der Scheiß? Ich zahle 99 Cent. Ich habe meine 5 Euro angesammelt. Hä, dieselbe Bettdecke habe ich auch und die war auf einmal weg. Habt ihr was damit zu tun? Rechts. Scheiße. Links. Scheiße. Oben. Und dann unten. Scheiße. Ja, es ist unser Hobby. Wir gehen von Haus zu Haus und klauen Bettdecken. Das macht aber der Hose. Weißt du, ich bin doch die Zahnfee. Wenn ich dann so vorbeikomme, klaue ich dann immer dann so die türkische Zahnfee, die Vorhäute eigentlich. Bitte was? Die türkische Zahnfee ist eigentlich die Vorhautfee. Ich will es jetzt nicht so abwärts sagen. Die Türken, die bekommen ja sofort ihren Dick ab. Die 16 Juden auch übrigens. Ja, die bekommen ja ihre Vorhaut sofort abgeschnitten. Bist du nicht und legen dann ihre Vorhaut unters Bettkissen und dann kommt halt die Vorhautfee. Hier ist die Vorhautfee. Gib mir deine Vorhaut und du bekommst dein Geschenk. Ist doch mir scheiße. Kann auch nur in deinem Kopf entstehen, Tizi. Ich finde das lustig. Ich weiß, ich würde manchmal gerne in seinen Kopf reinschauen, was da los ist. Gibt's euch die Vorhautfee? Nein, gibt's nicht. Verdammte Scheiße. Wir hatten dieses Thema schon mal. Ihr habt schon mal darüber gestritten. Nee, ich hab schon mal aufgestritten. Ich weiß noch, wie ihr da drüben war. Ich komm rein und... Jo, es gibt keine Vorhautfee. Doch, ich weiß, dass die gibt. Ich hab davon geträumt. Wollt ihr noch die 100 Millionen? Die 1 Million? Nein.
ihr müsst schon richtig lesen. Hier, wollt ihr noch die 1 Million Abonnentengrenze überschreiten, bevor wir alle am 21.12.2012 draufgehen? Ja, und wir wollen 5 Sterne, bitte. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Ich befürchte, 1 Million werden wir nicht mehr ganz schaffen. Ihr habt ja wahrscheinlich sowieso schon alle abonniert, aber lasst ruhig, sagt mal hier euren Freunden auch Bescheid und so. 1 Million, bevor die Welt untergeht, wäre ganz geil. Könnt ihr eine Facebook anziehen. Wir haben übrigens auch vor, ein fettes Special zu machen, weil, wenn wir 1 Million haben. Wir wissen noch nicht ganz was. Aber wir haben Ideen. Wir haben schon mal Ideen. Und die Vorhautfee wird es garantiert nicht. Vielleicht doch. Nee. Warum gibt's in euren Videos keinen Truthahn? Das, weißt du, so Fragen interessieren die Menschheit heutzutage. Bei uns gibt es kein Thanksgiving. Also in Deutschland ist das nicht so durchgekommen, ne? Ach, du meinst, wenn Thanksgiving hängt das zusammen. Ich habe mich auch noch an einen Ausschnitt erinnern, da hat Philipp einen bekannten YouTuber gefragt, ob er ein Truthahn ist. Wollte aber nicht wissen, ob er ein Türke ist. Jetzt zeige ich hier mal einen kurzen Ausschnitt. Are you Turkey? Ja, ich erinnere mich auch noch an einen Ausschnitt, da hat der Osa einen Truthahn gespielt mit dem Namen Hure. Wo ist die Hure? Das war eine Ente und kein Truthahn. Das war eine Hure. Es war Truthahn. Truthahn. Es gibt alles in unseren Videos. Probiert etwas zu finden, was es nicht gibt, ja, okay? Dann schreibt's uns, wenn Truthähne gibt's. Hure. Eindeutig ein Truthahn. Es war einmal ein Weihnachtsmann. Der hatte keine Handschuhe an da. Traf er einen Nikolaus und zog ihm seinen Handschuh aus. Niklaus, nun der arme Wicht, der hatte keine Handschuh nicht. Nun geht er traurig und mit Recht zu Onkel Ruprecht, seinem Knecht. Ruprecht, meine Hände frieren, ich kann gar nicht mehr ohne ordentlich urinieren. Fast lustig, fast. Der Weihnachtsmann schubbert sich einen von der Palme. Der Weihnachtsmann ist voll peinlich. Der ist voll erfunden, den gibt's nicht in echt. Aha. Boah, da sollten wir noch mal den nächsten Freititi-Tag abwarten. Ich glaube, da werden wir so einiges über den Weihnachtsmann erfahren. Du Schatz, würdest du mit einer anderen schlafen, wenn ich gestorben bin? Dafür musst du nicht extra sterben. So, ich gebe die Frage mal weiter an euch. Gebt es zu, ihr benutzt fast jeden Tag Google und ihr kennt nicht einmal die Farben in der Reihenfolge. Ihr wisst es, aber ihr wisst nicht die Reihenfolge. Wir wissen es natürlich, aber... Wisst ihr es? Wisst ihr es? Lasst uns zusammen unsere Fähigkeiten nutzen. Nein, nicht das Rätsel lösen. So. Ich wollte also gar nicht, ich sag, jeder sagt was und dann gucken wir, okay, was stimmt, okay? Das erste, würde ich sagen, ist... Grün. Gelb. Rot. Fuck, es ist blau. Keiner von uns hat blau gesagt. Doch, also ich. Die Reihenfolge. Ich zurück, ich habe blau gesagt. Moment. Blau. Also die Reihenfolge. Blau, rot, gelb, blau. Ja, weiter. Grün, rot. Ist ja, Bingo! Bingo! Nein, Tizi. Nein, ich hab's deine gesagt. Hand ist leer. Deine Hand ist leer, da steht nichts. Faker! Wo ist denn die Morgenlatte? Die ist hier versteckt unter meinem Mac. Die kam aber schnell raus. Die. Du hast die gerade so hochgehoben. Ja, wir drehen ja meistens am Morgen tatsächlich. Ja, müssen wir drauf achten. Also hin und wieder kommt schon was durch. Ach hier, wir kommen wieder zur Vorhautfee. Ich sag's doch, komm. Und der Kreis schließt sich. Die Vorhautfee hat geschrieben vor 2 Tagen. Hier, die Vorhautfee hat geschrieben. Ist OG beschnitten oder soll ich noch vorbeikommen? Hat er schon ein Geschenk? Was hast du eigentlich als Geschenk bekommen? Was hast du für ein Geschenk bekommen? Nichts, weil es die Vorhautfee nicht gibt. Natürlich bin ich beschnitten. Gibt es dann eigentlich, weil ihr feiert ja kein Weihnachten, so für das Gebäck, wenn du Plätzchen backst, so Vorhautfee-Stampfdinger? Wie soll denn das aussehen? Ich weiß es nicht. Einfach so ein Stück Haut. Kauft ihr mir ein Einhorn? Nein. Zufälligerweise haben wir aber ein Einhorn und du darfst es dir weinend die nächsten 3 Kommentare lang ansehen. Oh, es kommt reingeritten. Oh nein, es dauert jetzt so lange, bis es aufhört wieder. Hallo Dörte. Okay, dabei schaffen wir noch 2 Kommentare. Was haltet ihr eigentlich von anderen YouTubern? Ja, ist gut, Tizi, danke schön. Hier wie LeFloid, AWP, Ape Crime, Cold Mirror oder Ipe Lali. Also wir verstehen uns eigentlich... Ah, das nervt. Wir verstehen uns eigentlich alle sehr, sehr gut. Und hier zum Beispiel mit Ape Crime produzieren wir ja mittlerweile sogar gemeinsam hier in Köln. Und das macht auf jeden Fall viel Spaß und ist cool, Gleichgesinnte um sich zu haben, auf jeden Fall. Nein, ich trete nicht für 10.000 Euro auf. Loris Lara schreibt, Moite, ich habe eine Frage, wenn ihr ein Getränk trinkt, ist das dann Kannibalismus? Und lass bitte OG dazu. Oh, okay, da habe ich eine Idee. Du sollst den Satz vorlesen. Ach, hier wegen Getränk trinkt. Sag mal, Getränk trinkt. Getränk trinkt.
Getränk, trink. Oh. Ja, gutes Timing, Bus. Halt's Maul! Halt die Fresse! Geiles Video! Wessen Wohnung ist das eigentlich wirklich? Ja, hier wollen wir ein riesengroßes Dankeschön aussprechen an dich, lieber Gronkh. Dankeschön, Gronkh, dass du uns deine Küche, dass wir da drehen durften. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Wirklich auch schön eingerichtet. Moin, super geiles Video. Wie immer, ich hätte eine Frage zum Extras-Video. Ich würde gerne wissen, wie ihr dieses Stichelle mit dem Dubstep gemacht habt. Habt ihr dazu ein spezielles Programm oder könnt ihr einfach nur derbs gut schneiden? Danke vielleicht für die Antwort. Liken, damit sie es in die Com-Com-Show nehmen. Vom Mega-Video-Video. Ich habe ja noch ewig Atem. Ich kann sogar noch die Antwort geben. Und zwar haben wir da ein Schnittprogramm. Das heißt, schnibbel ganz schnell und dann tun wir einfach das Video rein und dann ist es fertig geschnitten. Boah, fuck. Aber das war knapp. Man hat überhaupt nichts verstanden von der Antwort. Real Life Hitman, Phil oder OG mit einer Glatze und einen Barcode. Besser geht's nicht. Gruß Mod. Ich kenne OG mit einer Glatze. Sieht ungefähr so aus. Das bin nicht ich. Doch, Os. Natürlich bist du. Ich bin nur nicht gleich, bloß weil ich eine Glatze hatte. Der. Bitte mal wieder eine Songparodie, einen Song aus den Charts. Wie zum Beispiel Williams, Candy Rainer Diamonds, Zieht Augenblick oder Beautiful. Das sind alles sehr gute Tipps, über die ganzen Lieder haben wir auch schon nachgedacht. Nur in letzter Zeit hatten wir sehr viel zu tun mit so einem kleinen Projekt. Hier, kurzer Ausschnitt! Nein, kein kurzer Ausschnitt! Ja. Aber bald werden wir wieder eine Songparodie machen. Wer von euch hat den längsten? Ja, Us natürlich. Ja, Us. Ja, nur weil ich untenrum schwarz bin. No racist. Wieso macht ihr so ein Drama für 30 Euro? Ja, 30 Euro ist eine ganze Menge Geld, das kann man sich viel von kaufen. Ja, außerdem schuldet mir der Groß noch 5. Hä, du schuldest mir 5 Euro. 5? Dann schuldest du mir einen. Jungs, Jungs, hört auf zu streiten. Ich meine, ihr schuldet mir auch noch 20 Euro! Natürlich! Hä? Und außerdem hast du mir Pokémon-Karten geklaut. Das meinst du, was das in Wert ist? Was meinst du, was diese Karten heutzutage wert sind? Ja? Das stimmt nicht. Ja, was? Hä? Eine dritte Single? Yay! Gib mal halt vor. Hä, wie kommt denn der Dude drauf, dass wir eine dritte Single machen? Ich hab keine Ahnung. Ein Schwachsinn, ey. Nächster Kommentar. Ja, wir machen eine Single, jetzt lass ihn halt. Das ist geheim. Wir haben es nicht umsonst gedreht. Am kommenden Freititty-Tag, dem 30. November, ist es mal wieder soweit. White Titty haut eine neue Single raus. Es wird sicher sehr heiter und spannend werden, deswegen schaltet auf jeden Fall ein und kauft euch am Freititty-Tag die neue White Titty Single. Ich weiß, wie euer nächstes Lied heißt. Ach ja. Ich weiß, wie deine Mutter heißt. Ich weiß, was du letztes Mal getan hast. Ich glaube, das hängt zusammen. Illuminati. Mensch, das hat mal wieder Spaß gemacht, aber es ist schon wieder soweit, die letzte Minute unserer Komm-Komm-Show bricht an. Deswegen müssen wir sofort loslegen, Kommentare so schnell wie möglich zu kommentieren und los geht's! Wie wart ihr bei der Formel 1? Für Vettel oder für Alonso? Für deine Mutter? Wann seine Wohnung ist das denn? Die von Gronkh? Haben wir schon gesagt. Haribo macht OG Fro und den TC gar nicht so, denn Haribo ist voll schlecht, ja, Halalibo wäre schon, ja. Parodiert mit... Nein, nee, komm! Os, sprich mal bitte 2 Minuten, ohne das R zu rollen. Geht jetzt gerade nicht, Os ist nicht da. Wie groß war eure größte Kackwurst? Blub! So groß! Wenn Os von Milch betrunken wird, rastet er bei Kakao dann richtig aus. Oh ja, du willst ihn nicht erleben, der geht richtig ab wie auf Speed. Was benutzt ihr für Deo, Ax? Keine Schleichwerbung. Bah! Phil, kannst du auch Berlinern? Weiß ich nicht, ob ich das auch kann, aber es ist 10 Uhr, also herzlich willkommen zur Kommentare-Kommentier-Show. Wieso ähnelt This Girl is on Fire, ähnliche Titelmusik von Twilight Sitcom. Ein Fall für Galileo Mystery Man, weil wir es voll geklaut haben, wir alles klauen, weil wir heute... Hans Bauer frisst ein Besen! Nicht schon wieder! Wo bleibt Biatch? Biatch ist in deinem Bett, no homo. Wo bleibt Biatch? Ich glaube, wir sollten mal anfangen, den Rekord zu brechen. Beim nächsten Mal schaffen wir noch mehr. Ja, das war's schon wieder mit der Kommentare-Kommentiershow. Wir sehen uns am Freititty-Tag mit. Ich glaube, wir haben es jetzt oft genug gesagt. Wir haben keinen Ausschnitt. Nein, kein Ausschnitt. Einem Video. Oder wieder in der Kommentare-Kommentiershow, wenn wir eure Kommentare kommentieren. Kommt wieder.